Gemütliche Stimmung, ein leckeres Glas Wein. Der 23. Landhaustreff im Hotel Landhaus Milser ist im vollen Gang. Ein Abend mit leckerem Essen, interessanten Gesprächen und viel Prominenz. Markus Krebs ist da, Manni Breutmann ist da und heute Abend ist sogar Joey Bausch da. Der sympathische TV-Pathologe ist auch im wirklichen Leben Mediziner. Er praktiziert nicht in irgendeiner Praxis, sondern in einem Gefängnis. Darüber hat er sogar ein Buch geschrieben. Es sind natürlich auch Geschichten drin, die ich für erzählenswert halte, die immer in Bezug auch stehen zu bestimmten Sachverhalten, die ich erkläre. Und es ist auch ein bisschen halt eben auch Ausblicke, wo ich meine, wie müsste Knast, wie müsste Gefängnis heute eigentlich aufgestellt sein, um die Erwartungen zu erfüllen, die wir heute an so eine Institution haben dürfen oder sollten. In seinem Buch verarbeitet Joey Bausch nicht nur Erfahrungen aus 25 Jahren Arbeit mit Gefangenen. Er macht auch Vorschläge, wie man den Strafvollzug verbessern kann. Doch wie kam der 59-Jährige eigentlich zur Schauspielerei? Ich war erst Schauspieler, habe erst Theater gespielt, habe dann angefangen Medizin zu studieren und habe dann halt mit der Schauspielerei nicht aufgehört, sondern einfach weitergemacht. Nur mit dem Unterschied, dass ich nicht mehr auf die Bühne konnte, weil morgens Proben, mittags Proben, abends spielen, das schaffst du natürlich nicht, neben dem Krankenhaus. Und deshalb habe ich ungefähr, glaube ich, so 84 angefangen, auch Fernsehen zu machen und Fernsehspiele und Kino. Einer, der ebenfalls eine ungewöhnliche Karriere hingelegt hat, ist an diesem Abend auch von der Partie. Der Duisburger Comedian Markus Krebs. So, viele Leute haben mich gefragt, also einige Leute haben, also ein paar Leute, also einer hat mich gefragt, Markus, was erzählst du den Leuten im Landhaus denn heute so? Hab ich gesagt, ja, Mutter, da ist so. Ne, ich war ja heute noch auf der Bank, also bei uns im Park. Ich habe da die Tauben gefüttert, habe dann aber Ärger mit dem Parkaufseher bekommen, ich soll die gehörlosen Menschen ruhen lassen. Und am Ende eines glamourösen Abends zieht der Moderator Manni Breutmann Bilanz. Für ihn ist es nicht der erste Landhaustreff. Und gerade die Kombination von leckerem Essen und interessantem Talk ist für ihn etwas Besonderes. Das geht querbeet von Sportlern über Filmschauspieler bis hin zu Politikern. Wir haben alles gehabt. Es gibt überhaupt keine Grenzen. Das Wichtigste ist, die Leute müssen interessant sein. Und der Joe Bausch war sehr interessant. Der Landhaustreff geht zu Ende. Der nächste ist schon geplant. Im Februar wird wieder genüsslich diniert. Natürlich mit dem dazugehörenden Promi-Faktor.